Diese Mitarbeitervorteile zählen wirklich, wenn es um die Gewinnung von passenden Mitarbeitern für Ihre Zahn- oder Facharztpraxis geht. Vielleicht wurde Ihnen ja schon mal gesagt, wenn Sie diese betriebliche Krankenversicherung, dieses Gehalt oder diese Zusatzleistung bieten, dann ist die Mitarbeitergewinnung gar kein Problem mehr und dann binden Sie auch Ihre bestehenden Mitarbeiter zu 100% an. Aus der Erfahrung mit sehr, sehr vielen Praxen kann ich Ihnen sagen, so stimmt das nicht. Und welche Mitarbeitervorteile wirklich zählen, was die Gewinnung von neuen Mitarbeitern angeht, das verrate ich in dem heutigen Video. Mein Name ist Leo McGuire. Gemeinsam mit meinem 11-köpfigen Team unterstütze ich über 200 Zahn- und Facharztpraxen bei der Mitarbeitergewinnung deutschlandweit. Und wir haben in den letzten 3 Jahren für über 700 nachhaltige Stellenbesetzungen gesorgt. Und der erste Mitarbeitervorteil, der wirklich zählt, ist auch gleichzeitig der, der am inflationärsten verwendet wird, und das ist die gute Stimmung im Team. Wenn Sie sich mal in letzter Zeit die Stellenanzeigen für die ZFA online angeschaut haben, dann werden Sie sehen, dass in 80% der Stellenanzeigen mindestens mal, wenn nicht sogar noch mehr, mit einer guten Stimmung, einem tollen Arbeitsklima oder einer super Stimmung im Team geworben wird. Ob das der Fall ist bei all diesen Praxen, das wage ich jetzt einfach mal zu bezweifeln. Dennoch ist es der wichtigste Vorteil und das wichtigste Bewerbungsmotiv für gute Mitarbeiter. Und die Lösung dafür, dass alle es behaupten, aber es nicht alle haben, ist, dass man es selber nicht einfach nur behauptet, sondern auch zeigt. Und das kann man über Bilder, Videos, Mitarbeiterstimmen wirklich sehr, sehr gut machen. Und das ist unbedingt zu empfehlen, weil damit die gute Stimmung quasi bewiesen wird und sie nicht einfach nur als eine von den anderen Vorteilen dasteht, die alle anderen auch haben, sondern hier mal wirklich gezeigt wird, dass es auch so ist. Und das erzeugt natürlich ein hohes Vertrauen bei Bewerbern schon im Voraus. Der zweite Mitarbeitervorteil, der wirklich zählt, wenn es um die Gewinnung von guten Mitarbeitern geht, ist die Perspektive in der Praxis. Kann die Person sich bei Ihnen fortbilden? Kann die Person sich bei Ihnen weiterentwickeln? Kann die Dinge machen, die wirklich interessant für Sie sind? Ja, deswegen ist es auch zum Beispiel ganz gut, wenn man mit seiner Praxis gewisse Wachstumsambitionen hat, weil die Mitarbeiter dann eine solche Perspektive auch automatisch bei Ihnen sehen und auch bekommen können. Dennoch ist es wichtig, dass auch wenn Sie diese Wachstumsambitionen nicht haben, dass Sie gewisse Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten anbieten, weil das gerade für gute Mitarbeiter, also die A-Mitarbeiter, die wir eigentlich haben wollen, ein wichtiges Kriterium ist, beruflich auch weiterzukommen und nicht für die nächsten 10 Jahre auf der Stelle zu treten. Hierbei ist auch meine Empfehlung, Fortbildung eher übernehmen. Ja? Auch wenn damit ein gewisses Risiko einhergeht, das lohnt sich in der Regel. Der dritte Vorteil, der wirklich wichtig ist, ist, ob der Mitarbeiter bei Ihnen in ein Arbeitsumfeld kommt, wo er nach seinen Stärken und Vorlieben arbeiten kann. Ja, viele Mitarbeiter sind in ihrer aktuellen beruflichen Situation so, dass sie vielleicht zu 20% Dinge machen, die sie wirklich gerne machen und die anderen Aufgaben ihnen leider verwehrt bleiben, weil die Praxis die Möglichkeiten einfach nicht bietet. Erstens führt das dazu, dass diese Mitarbeiter langfristig gehen und zweitens führt das dazu, dass die Mitarbeiter auch in den allermeisten Aufgaben, die sie ausführen, einfach eine viel schlechtere Performance liefern. Und deswegen würde ich unbedingt empfehlen, die Mitarbeiter nach ihren Stärken einzusetzen. Und das ist natürlich auch ein enormer Vorteil, um ihn nach außen hin zu kommunizieren. Das waren die 3 Mitarbeitervorteile, die wirklich zählen, wenn es um die Gewinnung von passenden Mitarbeitern geht. Und wenn Sie diese Mitarbeitervorteile bei sich gerne abbilden möchten oder diese auch richtig nach außen hin kommunizieren möchten und gute Mitarbeiter für Ihre Praxis gewinnen möchten, dann gehen Sie doch gerne mal auf www.leomcguire.de, melden sich dort für ein kostenfreies Erstgespräch mit uns und dann zeigen wir Ihnen, wie genau das auch für Sie möglich ist. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und alles Gute.